Talisora Vasnima. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy. Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard was Normandy zur Verfügung. Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Aber sie haben von großen Angriffswellen von Geth gesprochen. Viel mehr, als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den ihren zusammenbauen oder reparieren. Bevor wir gehen, muss ich ein paar Dinge wissen. Verstanden. Das Shuttle ist bereit, wann immer sie aufbrechen wollen. Oh, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Talisora, Shepard was Normandy. Sind Sie bereit, das Shuttle zur Alarai zu nehmen? Na klar, ab geht's. Fliegen wir zur Alarai. Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Talisora. Kila Selai. Jo, Kila Selai. Wir sind auf der Alarai angekommen. Mensch, hier ist es aber staubig. Hier muss mal wieder jemand putzen. Und ja, es sieht aus, als ob wir in Kämpfe verwickelt werden. Und wir sollten die Alarai so schnell wie möglich zurückerobern. Naja, schon gesehen. So, seit langer Zeit mal wieder ein Kampf gegen die Geth. Hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr. Hatten wir überhaupt schon einen in dem Teil? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, bald nicht, ne? Doch, 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 natürlich. Als wir Tali rekrutiert hatten, hatten wir natürlich schon einen Kampf gegen die Geth. Sicher. Ich finde schön, dass ihre KI-Drohne einen Namen hat. Oh, was? Die Sau. So. Hat er sich einfach unsichtbar gemacht. So, warte mal. Ach, ich habe gar niemanden mit Überlastung dabei. Stimmt ja. Das ist natürlich ungünstig. Aber was soll's. Kriegen wir schon irgendwie hin. Warum kann ich... Ach, wegen den Schilden kann ich nicht. Ach so. So, jetzt aber. Einmal ziehen. Schön, wie der durch die Gegend getrieben wird. So, ich hoffe, du bist tot. Ja. Gut, erster Kampf gelöst. Weiter geht's. Schon irgendwas zum Einsammeln? Ja, hier vorne haben wir ein paar Energiezellen. Wir bestehlen die einfach mal, das passt schon. So, und ein Quarianalog, das wollen wir uns natürlich, nachdem wir das ja auch noch eingesammelt haben, gerne anhören. Hätten wir sonst verlangsamt die Systeme. Wir schalten die Firewalls ab, um die Leistungsverteilung neu einzustellen. Ryle Sora hat befohlen, wir sollen die Standardsicherheitssysteme umgehen. Es würde sonst zu lange dauern. Klingt nach fahrlässigem Handeln bei der Wissenschaft. Wir schauen mal. Also, wir merken schon, es verhärtet sich langsam der Verdacht, dass da irgendwas nicht richtig läuft. So, mal wieder ein bisschen was zum Hacken. Haben wir das irgendwo in der Nähe? Ich sehe es gleich gar nicht. Hier doch. Ich bin fast drauf mit dem Cursor und sehe es nicht. Ich bin großartig. So, hier haben wir das nächste und das letzte kommt bestimmt auch gleich mal irgendwann. Ja, da ist es doch. Gut. Okay, noch ein paar Credits eingesammelt und dann schauen wir mal, was Tali zu der Reparaturdrohne zu sagen hat. Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Was musste ein Teil haben, damit sie es ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hat. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Haystrom war Kriegsgebiet.
Wie konnten Sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als Sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Watcher. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Wir sind ja keine Messies. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hat? Tja, wir werden sehen. Ich finde übrigens ein bisschen störend, das finde ich ein bisschen schade, dass teilweise die Gespräche... Moment, ich schau mal kurz auf die... Ah, okay, wir müssen da lang, also gehen wir erstmal hier durch. Dass die Gespräche teilweise dann abgeschnitten werden oder einzelne Sätze. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ist ein bisschen störend, finde ich. Und auch, dass die Leute in den Gesprächen immer mal so hin und her switchen. So springen halt einfach. Falls sich übrigens... Oh, schnell wieder rüber. Falls sich übrigens jemand wundert, warum eigentlich die ganzen Alienrassen miteinander reden können. Die haben Kommunikatoren, die die Sprache anpassen. Also die sprechen nicht alle dieselbe Sprache. Das wird über Kommunikatoren geregelt. Was das wohl ist? Oh, Gaffschildstärke. Forschungsdaten beschafft. Sehr gut. Okay, dann hören wir uns mal den Log an und ziehen weiter. Wer lässt gerade die Systemdiagnose laufen? Ich habe das nicht genehmigt. Oh, Kila, wie viele Gäste sind vernetzt? Alle. Ral, Sora. Runterfahren, alles runterfahren. Sie sind im System. Zu spät. Okay, bereit für die nächsten Kämpfe? Auf der linken Seite. Wo? Welche linke? Das müsste sie weichklopfen. Ach, die linke. Okay. Gut, Mädchen, ab geht's. Wirf. Gut, ich gehe mal hier vorne vielleicht in Deckung. Kommen wir noch mehr? Oder war es das jetzt? Okay, jetzt scheint es erstmal wieder gewesen zu sein. Gut, dann schauen wir mal kurz hier hinten, denn da war doch gerade schon wieder ein Laptop, den wir uns schnappen können. Noch ein paar Credits. Mensch, da kann man richtig sammeln. Und überall liegen die Leichen der Besatzung der Alarai. Ja, sind halt alle ums Leben gekommen. Es konnte keiner fliehen, ne? So, nochmal 4200, wenn wir es packen. Was wir eigentlich sollten. Hier ist das. Okay. Das gehört zu dem. Da brauche ich gar nicht erst schauen. Gut. Noch ein bisschen Geld und ein weiteres Log. Zeugnis eines Untergangs. Traurig. Aber was willst du machen? So, den schnappen wir uns als erstes, den Jäger. So, mal jemand irgendwie hier ein bisschen werfen vielleicht? Ja, sehr gut. So, haben wir erstmal den weg. Bleibt mal schön hier vorne, Mensch. Lasst euch doch nicht so hinreißen, gleich wieder drauf zu gehen. So, erstmal den weg. Oh. Das war nicht das, was ich wollte. Ach, Tali. Weißt du. Manchmal weiß ich auch nicht mit dir. Sauerei. Wer zerstört meine Schilde hier? So, haben wir noch... Ach, da kommt schon wieder der Nächste. Ist ja schrecklich hier. Ich leg sie da ab, wo wir sie brauchen. So, okay. Samara kann gerade nicht. Danke, Samara. Das war gut. Ach, der lebt nicht mehr. Ich habe einen neutralisiert. Gut gemacht. Möchtest du einen Keks? Dafür. Als Belohnung.
Okay, haben wir es jetzt. Gut, Tali steht wieder auf. Das war nicht schlau, Mädchen. Bleib beim nächsten Mal bitte weiter hinten in Deckung. Du wirst flankiert und schnell fertig gemacht. Nein, nein, nein. Unglaublich. So, haben wir vielleicht noch irgendwas? Ja, natürlich. Noch ein bisschen Palladium zum Mitnehmen. 2000, wow. Das war ja mal eine richtig ordentliche Ladung jetzt. Gut, das haben wir hier. Noch ein Wandsafe. Schön. Sammeln wir natürlich noch gern mit ein. Gut, erstmal hier. Das. Diese und jene. Wunderbar. Komm, gib her. Und noch was mit Tali zu besprechen. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Halten Sie die Waffentests an den Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein. Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll in jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Das war jetzt eigentlich eine dumme Frage von Shepard. Sie hat es ja gerade erst hier in den Unterlagen gesehen, was er genau gemacht hat. Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber Sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin, aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Vielleicht sollte Ihr Volk sich von der Idee lösen, den Geth ihre Welt wieder wegzunehmen. Sie wissen ja nicht, wie das ist. Sie haben einen Planeten, zu dem Sie zurück können. Mein Zuhause lässt sich durch einen gezielten Angriff auslöschen. Sie haben einen Platz, wo Sie hingehören, Tali. Geben Sie das nicht für einen unnötigen Krieg auf. Unnötig? Shepard, ich sterbe, wenn ich in meiner eigenen Heimat keinen Helm trage. Ein einziger Kuss und ich lande im Krankenhaus. Jedes Mal, wenn Sie mit bloßen Fingern eine Blume berühren oder ohne Luftfilter Ihren Duft genießen, tun Sie etwas, das mir verwehrt ist. Die Pilgerreise soll verdammt sein. Ohne Sie hätte ich nie erfahren, was mir entgangen ist. Was wir verloren haben, als uns unsere Heimatwelt genommen wurde. Ich muss aber auch sagen, das war auch ein Fehler der Quarianer, die damals vertrieben wurden, dass sie so abgeschottet geblieben sind. Denn dadurch, dass sie so lange auf den Schiffen geblieben sind, haben sie überhaupt das Immunsystem verloren. Selbst wenn sie jetzt auf ihren Planeten zurückkehren würden, sie müssten trotzdem in den Anzügen bleiben, weil ihr Immunsystem einfach im Arsch ist. Das ist wie bei einem Menschen, der eine Immunerkrankung hat, der muss auch in der Blase leben und kann nicht an der frischen Luft rumlaufen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht mehr auf ihrem Heimatplaneten sind, sondern das ist einfach eine degenerative Entwicklung in der Evolution der Quarianer. Das ist nichts anderes letztendlich. Haben die Quarianer erwogen, eine neue Welt zu kolonisieren? Wir hätten schon genug Schwierigkeiten, uns in unserer eigenen Welt zu akklimatisieren. Bei einer Kolonie auf einer fremden Welt wäre das noch viel schwieriger. Wir reden hier von 60 Jahren oder eben 600. Damit die jetzt Lebenden einen Sonnenuntergang ohne Maske genießen können, müssen wir unsere eigene Heimat zurückerobern. Zumindest ein Schiff können wir zurückerobern. Gehen wir. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich 600 Jahre dauern würde, bis man wieder ein Immunsystem aufgebaut hat. Natürlich wäre das schwierig, aber so oder so muss man wieder das Immunsystem aufbauen und man könnte auch einfach damit anfangen oder hätte schon längst es machen können, vor Generationen einfach immer mal wieder ein bisschen Luft reinzulassen in den Anzug sozusagen und sich bewusst Krankheiten auszusetzen, damit das Immunsystem eben wieder überhaupt das angeregt wird. Naja gut, was soll's. Ich glaube, jetzt gleich kämpferisch. Haben wir da... Ja, natürlich haben wir da schon wieder einen, der ein Schild hat. Erstmal den Jäger aus dem Verkehr ziehen. So, und dann machen wir vielleicht mal eine Runde KI-Hacken. Gut, das ist Tali. Ich dachte gerade schon.
Oh nee, jetzt kommen sie auch von oben. Muss doch nicht sein. Na gut. Ich denke mal, dass es irgendein Geftel kommt, aber dabei ist es Tali. Ist halt, weil die auch von hier drüben kommen, ne? Deswegen müssen wir auch aufpassen, dass die uns nicht von oben flankieren gleich. Ach, siehst du mal, ich sag's noch, aber hier ist auch die Treppe. Mist. Nachgeladen ist, okay. Shit. Kleiner Bastard. Mach mal, Samara. Oh, natürlich, du hast es versaut. Oh, scheiße. Wer hat denn den hier platziert? Wow, fuck. Das war aber knapp. Eieieiei. Warum geht Samara schon wieder so weit unten rein hier? Muss ich das denn verstehen? Ich glaube nicht. So, Mädchen, bevor du jetzt hier irgendwie in die Bedrängnis kommst, machen wir es mal so. Erstmal den Jäger weg. Kommt von oben schon wieder jemand? Ja. Ach, Mann. Shit. So, Tali oder... Ja. Ah, ist schon tot, okay. Gut, das hat funktioniert. War's das? Puh, war haariger als ich dachte, der Kampf. Aber da haben sie auch ganz schön was losgelassen an Wellen hier, ne? So, wir schauen uns mal hier oben. Ach, wir kommen ja auch gar nicht weiter. Das heißt, die da hinten, die waren quasi feststeckend. Na gut, aber wir haben es überlebt. Und vor allem nicht bloß wir, sondern auch unsere Teammitglieder, erstaunlicherweise. So, noch ein paar Credits. Wir können hier ordentlich Geld machen hier unten. Das ist schon erstaunlich. Aber ich meine, die brauchen es nicht mehr hier. So, bergen wir mal den ganzen Spaß. Und weiter. Ach, ein weiteres Log. Erster Eintrag. Unsere Hacking-Versuche sind fehlgeschlagen. Die Gelder haben ein adaptives Bewusstsein. Fällt ein Prozess aus, korrigieren ihn die anderen automatisch. Wir machen dennoch Fortschritte. Ral Zora ist überzeugt, dass wir in weniger als einem Jahr ein funktionierendes System haben. Diese Waffe bringt unser Volk zurück auf die Heimatwelt. Und das ist allein der Verdienst von Ral Zora. Also haben sie an einer Waffe gearbeitet, die den Verstand der Geth komplett ausschaltet. Und ich glaube, das ist Ral Zora. Nein, 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 nein. Du hattest immer für alles einen Plan. Überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord. Du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, ein Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Hey, ganz ruhig. Verdammt. Verdammt. Tut mir leid. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Vielleicht. Er muss gewusst haben, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Er wusste, dass sie kommen würden. Und er hat versucht, ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt und es ist nicht das, was sie wollten. Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe. Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen. Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Tja, er war halt nicht der Typ, der das offen zeigt. Er war ein knallharter Kerl und das haben wir auch gehört, als wir mit Han Garrel geredet haben.
Nur ist er diesmal eben ein kleines Stück zu weit gegangen, als er da geforscht hatte. Okay, wir knacken mal fix hier. Dit und dit. Die zwei zusammen. So, wir machen erstmal hier die, die gleich sind. Und dann die zwei hier noch. Okay. Schnell eingesammelt und dann machen wir uns mal ran, den VI-Kern zu knacken. Zumindest haben wir eine Möglichkeit, den Spuk zu beenden. Oh, das nehmen wir gerne mit hier. So, und dann wird es, glaube ich, Zeit für den Kampf. Oh, shit. Samara, du stehst voll im Weg. Wenn ich dir jetzt mal so sagen darf. So, jetzt darfst du. So, hier kommt keiner. Das heißt, wir können uns weiter auf die Rechte konzentrieren. So, erstmal den Jäger ausgeschaltet. So, gleich weiter drauf auf den Kerl. Okay. Aber hier war noch ein Jäger. Genau. Wow, das ist ein Kommandant. Der ist noch ein Stück größer. Okay. Unschön. Okay, wartet mal. Wenn der Große hier kommt, können wir mal zum Partikelstrahler greifen. So, das ist, glaube ich, nicht die dümmste Idee. Zumindest die Panzerung schon mal runter machen. Und dann wechseln wir mal auf das Sturmgewehr. Einmal umwerfen. Oder mal umwerfen. Den habe ich noch gar nicht gebracht heute in der Aufnahme. So. Entschuldigung, muss ich immer mal wieder sagen. Ich mag Little Britain. Wer Little Britain nicht kennt, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Ist großartig. Es gibt da tolle Figuren drin. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Das war, glaube ich, der letzte Widerstand mit dem großen Kerl hier. Und ansonsten gibt es ja auch nicht mehr einzusammeln. Also beschaffen wir mal die Beweise und dann wird es Zeit, hier für Stille zu sorgen. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein, wir müssen, das weiß ich. Es ist nur... Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk zwei weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Zora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Er hat es also letztendlich für Tali getan. Jetzt hat sie den Beweis... Er konnte es ihr nicht anders zeigen, aber er hat auf seine Art versucht, sein Versprechen einzulösen und ihr zu zeigen, dass sie ihm was bedeutet. Allerdings, wie gesagt, er ist zu weit gegangen. Und das bedeutet auch, dass sein Ruf jetzt posthum, naja, im Arsch wäre, ne? Es klingt, als habe er das alles für sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Keela, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden sie... Wir sagen es ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Tali, ohne diese Beweise wird man sie verstoßen. Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich lebe gerne in dem Bewusstsein, nie mehr zur Flotte zurückzukommen? Aber ich kann nicht zurück in diesen Raum gehen und sagen, dass mein Vater der schlimmste Kriegsverbrecher in der Geschichte unseres Volkes ist. Das kann ich einfach nicht. Raya Zora hat von ihrer Fürsorge nichts mehr. Sie haben gehört, wie er gesagt hat, dass er sie aus der politischen Wolfshöhle raushalten möchte. Sie verstehen das nicht, Shepard. Sie würden seinen Namen aus den Unterlagen jedes Schiffes tilgen, auf dem er je Dienst getan hat. Das wäre schlimmer, als verstoßen zu werden. Er wäre ein Verräter an unserem Volk. Ein Monster, vor dem man die Kinder in gruseligen Gute-Nacht-
Geschichten warnt. Ich kann nicht zulassen, dass das Gute, das er getan hat, dadurch zerstört wird, Shepard. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Eine schwere Entscheidung. Wollen wir Talia aus der Patsche helfen oder ihren Wunsch respektieren, den Namen ihres Vaters reinzuhalten?